Hallo zum dritten Video in der Reihe GeoGebra von Anfang an. Im zweiten Video habe ich mich ja mit dem Thema Konstruktionen, geometrische Konstruktionen beschäftigt. Und da haben wir vor allem die Werkzeuge benutzt, die hier oben zu finden sind. Ich hoffe, ich habe da einigermaßen das Prinzip, das man da anwenden kann, näher gebracht. Heute geht es eigentlich auch ums Zeichnen. Allerdings der Unterschied ist, wir wollen eigentlich diese Werkzeuge möglichst gar nicht verwenden, sondern es soll mit der Eingabezeile gezeichnet werden. Da ich jetzt hier im Webprogramm WebGeoGebra bin, ist sie zunächst mal nicht zu sehen. Die schalte ich hier an erstmal. Man kann zwar auch hier oben dann in dem Algebra-Fenster etwas eingeben, aber ich hätte gerne etwas mehr Platz, weil das ist einfach zu schmal und wir werden dann irgendwann mal ganz komplizierte und lange Befehle kombinieren und das würde da nicht mal reinpassen. Deshalb lieber die lange Zeile. So, wir hatten ja zum Beispiel in dem letzten Video ein Quadrat konstruiert und zwar bin ich davon ausgegangen, dass ich zwei Punkte hatte und diese zwei Punkte waren dann die Ausgangsobjekte, auf denen dann ein Quadrat konstruiert wurde. Nun ist es so, dass es hier auch ein Befehl regelmäßiges Vieleck gibt, mit dem ich das relativ schnell machen kann. Hier steht, wählen Sie zwei Punkte an und geben Sie die Anzahl der Ecke ein, da es ein Quadrat sein soll, also 4. So, dieses gezeichnete Quadrat, das ist jetzt auch beweglich. Ich habe jetzt aus Versehen noch das Werkzeug aktiviert gehabt. So ist natürlich besser. So, und dann ist es also eben dynamisch, mein Quadrat. Was jetzt hier bei diesem Befehl passieren kann, ist, dass ich zum Beispiel nicht auf die Reihenfolge achte. Was nämlich passiert, wenn ich das mal gerade wieder lösche und diesen Befehl hier in einer anderen Reihenfolge anwende, also das heißt erst in Punkt B und dann in Punkt A anklicke, dann kriege ich nämlich das Quadrat hier nach unten gezeichnet. Man könnte jetzt natürlich sagen, ach, ist ja egal, ich drehe es einfach um, ne, und dann haben halt die Punkte andere Namen. Ich könnte natürlich auch die Punkte noch anpassen. Aber in einer komplexen Zeichnung geht das vielleicht nicht. Dann muss ich eben das Quadrat nach oben haben. Oder wie zum Beispiel, was auch im Geometrievideo vorkam, einen Halbkreis zu zeichnen, da ist es auch ganz genau wichtig, in welcher Reihenfolge ich das habe. Wenn ich das jetzt mal gezeichnet habe, die Frage ist, was steckt da dahinter und was hat das eben mit meinem Zeichnen, mit der Eingabezeile zu tun? Ich habe gerade das Algebra-Fenster ein bisschen breiter gemacht, denn wir sehen ja hier die Definition. Vieleck 1 ist das Vieleck BA4. Ich denke, man kann sich vorstellen, was dahinter zu verstecken ist. Nämlich ganz klar, B und A, das sind die zwei Punkte, die ich angeklickt habe. Und zwar in der Reihenfolge. Ich hatte erst den Punkt B angeklickt, das war ja so rum. Und dann hatte ich A angeklickt und dann habe ich die 4 als Zahl eingegeben. Tatsächlich ist das, was ich hier jetzt sehe, ein Befehl, der hinter diesem Werkzeug steht. Also das heißt, ich habe mit Hilfe des Werkzeugs einen Befehl in GeoGebra ausgeführt. Wer in der Java-Version tätig ist, bei dem sieht das hier natürlich ein bisschen anders aus. Man kann sich diesen Befehl aber auch anschauen, wenn man irgendwo rechts draufklickt und dann das Eigenschaftenfenster öffnet. Und da ist hier genau das Gleiche zu finden. Also Name und Definition ist dieses hier. Tatsächlich ist also der Befehl. So, wenn jetzt hier steht Vieleck B,A, dann ist es tatsächlich so, dass ich die Reihenfolge der Buchstaben einfach verändern kann, um ein Quadrat zu bekommen, das eben nicht hier nach unten weggeht, sondern nach oben. Ich tippe es, ich kann die Return-Taste drücken, ich kann auch woanders hinklicken und dann wird das Ganze eben übernommen. So, und genauso wie ich hier die Punkte verändern kann, könnte ich natürlich auch zum Beispiel
die Zahl der Ecken verändern, also zum Beispiel aus dem Quadrat ein regelmäßiges Sechseck machen. Das Interessante ist, dass man also Objekte einfach umdefinieren kann, egal wie sie vorher definiert worden sind. Da gibt es leichte Grenzen, das werden wir aber noch später im anderen Zusammenhang mal ansprechen. So, ja, und das ist eben dieser Befehl hier. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch, ohne das Werkzeug hier oben zu nutzen, über die Eingabezeile diesen Befehl hier anwenden, zum Beispiel, indem ich sage, ich möchte gerne hier rechts dran an die Punkte D und C ein weiteres Sechseck anlegen. Wichtig ist ja, ich muss die Reihenfolge beachten, erst linke und erst der rechte Punkt, damit das dann hier nach drüben gezeichnet wird. Dann fange ich mal in der Eingabezeile an zu tippen. Und nach, ich glaube, mindestens 3 Buchstaben wird einem dann hier eine Liste gezeigt von möglichen Befehlen. Das fängt hier alles mit Vieleck an und in der eckigen Klammer stehen dann verschiedene Möglichkeiten. Man sagt dazu, dass dieser Befehl Vieleck verschiedene Varianten bietet. Der Fachbegriff fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall kann ich entweder sagen, ich nehme eine Liste von Punkten oder ich gebe Punkte mit Komma an. Also das wäre dann zum Beispiel, dass ich sage, das wäre A, B, Z, D, X, was auch immer an Punkten vorhanden ist. Die müssen natürlich da sein. Und hier haben wir die Variante, die wir gerade verwendet haben, nämlich Punkt, Komma, Punkt, Komma, Anzahl der Ecken. Hier unten gibt es noch eine Variante mit Richtung. Ich denke, das soll diese Reihenfolge, das Reihenfolgeproblem verhindern. Jetzt, wenn ich diese Variante wählen will, dann kann ich das im Prinzip auswählen und habe das dann hier vorgegeben. Ich werde bei der Eingabe so ein bisschen unterstützt, indem hier in den Spitzenklammern steht, was eingegeben werden muss, also zum Beispiel ein Punkt, zum Beispiel etwa das D. Und wenn ich mit der Tastatur arbeite, passiert es sehr häufig, dass eben dann das nächste, was eingegeben werden muss, einfach oder blau unterlegt wird. Und dann kann ich das einfach ersetzen, indem ich jetzt den Buchstaben, den ich eingeben will, für den Punkt angebe. Und als nächstes, da es ein Sechseck sein soll, ja, manchmal geht das mit der Markierung nicht so richtig. Da muss man eventuell mal kurz zurückgehen oder das eben doch löschen von Hand. So, und dann kriege ich, bevor ich bereits das eingegeben habe, das hier vorne angezeigt. Und das wird direkt dann übernommen. So, das hat also funktioniert. Ich nehme gerade mal das Eigenschaftenfenster weg. Es hat also so funktioniert, wie ich es wollte. Das Wichtige eigentlich dabei ist, dass man natürlich die richtigen Zahlen angibt und Buchstaben für die entsprechenden Punkte. So, und jedes der Zeichnungen, die ich das letzte Mal vorgenommen habe, könnte ich im Prinzip so über die Eingabezeile vornehmen. Das heißt, ich kann jede Art von Strecke, von senkrecht, waagrechte Linie und auch Kreise kann ich hier über die Eingabezeile einfach so zeichnen. Nehmen wir mal an, ich habe hier einen anderen Punkt, das geht jetzt nur darum, um das zu demonstrieren, ob sinnvoll oder nicht. Und ich möchte gerne zum Beispiel eine Senkrechte haben, die von K auf diese Linie hier geht. Wenn man jetzt mit dem Mauszeiger gerade hier drüber geht, ich schalte gerade mal das an, dann sieht man, das ist die Strecke N. Die ist komischerweise hier nicht zu sehen. Warum? Naja, das Wesentliche, was ich ja wollte, waren die Vielecke, also in diesem Fall die Sechsecke. Die Strecke N wird aber benötigt, um das Ganze hier zu zeichnen. Dass sie nicht zu sehen ist, liegt daran, dass es ein sogenanntes Hilfsobjekt ist. Die Hilfsobjekte hier werden erstmal nicht angezeigt. Das ist die standardmäßige Einstellung. Ich kann sie aber sichtbar machen, und zwar gehe ich folgendermaßen vor, hier die Gestaltungsleiste, auf die Eigenschaften, und dann kann ich hier Hilfsobjekte anzeigen lassen. Und das wird gleich im Algebra-Fenster wesentlich mehr. Und da sieht man, da habe ich jetzt auf einmal wesentlich mehr Objekte. Das ist jetzt relativ unsortiert, und da kann ich gleich hier in dem Bereich auch
Sortieren nach ändern, nämlich zum Beispiel nach Objekttyp, je nach Abhängigkeit. So. Dann habe ich zum einen freie Objekte, das sind meine Punkte A, B, die sind frei, die kann ich frei bewegen. Und der Punkt K, den ich da gezeichnet habe, den kann ich ebenfalls frei bewegen. Alle anderen hängen von meinen Punkten A und B ab. Dann habe ich hier eine Liste mit abhängigen Objekten und ganz hier unten sind die Hilfsobjekte. Hilfsobjekte sind eben zum Beispiel diese Punkte, die da ebenfalls durch den Befehl Vieleck AB6 gezeichnet wurden. Und weiter unten gibt es dann auch noch die Strecken. Also hier zum Beispiel, das war ja die Strecke N. Müsst mal gucken, Strecke von GH. Vieleck 2. GH, ne? Das ist die Strecke N. Okay, wenn mir diese Hilfsobjekte nicht so wichtig sind, dann brauche ich sie auch gar nicht anzeigen. Ich mache sie gerade jetzt mal wieder kurz unsichtbar, also zumindest in der Liste im Algebra-Fenster. So, ich wollte ja eine Senkrechte zeichnen und dann kann ich das hier einfach machen, indem ich mal eintippe und schreibe mal und dann haben wir Senkrechte. Dann gibt es hier ganz viele Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Punkt Gerade, Punkt Strecke, Punkt so weiter. Ja, und was mache ich? Ich fange mal an zu tippen, beziehungsweise ich brauche im Prinzip Punkt Gerade. Und mein Punkt ist das K und die Gerade ist in diesem Fall natürlich eine Strecke. Das ist aber ganz egal. Das sind nur Hilfen. Das, was da steht, das muss nicht verwendet werden. Ich kann eben anstatt Strecke auch Gerade verwenden. Das ist eher ein Tipp für die Leute, die halt nicht so viel Erfahrung haben. Ihr denkt daran, jetzt müsstest du da eine Gerade verwenden. Ob es eine Gerade oder eine Strecke ist, ist in diesem Fall egal. Das war ja N. So, und da kriege ich das Ganze schon angezeigt und mit Return schließe ich das Ganze ab. So, ne? Und wie üblich ist diese Zeichnung auch beweglich. Dass das hier weitergezogen wird, auch wenn ich nicht mehr im Bereich dieser Strecke N bin, das hat halt damit zu tun, dass es nicht gesagt ist, dass es da durchgehen muss, sondern ich sage, es ist senkrecht dazu. Und es bleibt dann auch, wenn ich eben das bewege, dann wird die Senkrechte halt angepasst, egal wo sie liegt. So, Parallele, wie geht's damit? Ups, muss natürlich richtig schreiben. Ja, parallel gibt's da nicht. Parabel, Parameter, parametrische Ableitung, alles nicht da. Ja, dooferweise ist es also so, dass es keinen Textbefehl Parallele gibt. Ist ja irgendwie komisch auch, ne? Man denkt, das ist so was Grundlegendes. Schauen wir gerade mal hier. Hier habe ich ja parallele Gerade. Und dann gucken wir mal an, das funktioniert aber. So, was ist denn das jetzt? Wir schauen uns gerade mal an. Das ist hier die Gerade T. Moment, ich muss mal das deaktivieren. Das ist also hier meine Gerade T. Da gucken wir mal gerade uns die Eigenschaften an, um das ein bisschen besser zu haben. Ups. Und da steht gerade KN. Da steht jetzt gerade KN. Jetzt gucken wir mal gerade nach dem Befehl gerade. Und da gibt es hier gerade Punkt parallele gerade. Also das heißt, der Befehl Parallele gibt es nicht, weil eben dann der Befehl gerade verwendet werden kann. So, das ist natürlich ein bisschen schwer, dass man manche Befehle nicht sofort weiß. Auf der anderen Seite kann man eben sich mit Hilfe des Werkzeugs das anschauen, wie wird dieser Befehl verwendet und das dann eventuell so nachbilden. Man wird es, wenn man es oft macht, natürlich auch können. Und notfalls könnte man natürlich auch sagen, ich nehme eine Senkrechte durch K zu der Strecke N und dann hier nochmal zu dieser Geraden dann nochmal eine Senkrechte. Das würde ja auch funktionieren. So, damit ich ein bisschen mehr Platz wieder habe, lösche ich mal meine Objekte A, B und K und mache auch das Eigenschaftenfenster wieder zu. So, ein weiteres Beispiel.
ist hier zum Beispiel dieser Befehl Strecke mit fester Länge. Wenn ich das mache, wählen Sie einen Punkt, bevor Sie die Länge der Strecke eingeben. Also ich wähle einen Punkt oder ich klicke eben einfach auf irgendwo auf die Fläche, auf die Zeichenfläche und da wird ja ein neuer Punkt angelegt und dann kann ich die Länge angeben. Zum Beispiel na, 5. So, und dann kriege ich hier eine Strecke F gezeichnet und den Punkt B. Hier im Algebra-Fenster sehe ich ja jetzt, was da gezeichnet worden ist. Und da steht dann, B ist gleich, also der Punkt B wird hier definiert über einen Befehl, der lautet Punkt von, also in Klammern, Kreis A,5. Das sieht ein bisschen komplizierter aus. Was steckt da dahinter? Naja, im Prinzip sind es zwei verschachtelte Befehle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich lege mal einen neuen Punkt an, damit wir da die Zeichnung oben nicht stören, wenn ich jetzt zum Beispiel den Befehl eingeben würde, Kreis, das hier C, mit dem Radius, ups, auch wiederum 5, dann wird mir hier ein Kreis gezeichnet. Das ist, denke ich, klar. Und dann steht ja dann noch Punkt von Kreis. So, und wenn ich jetzt hier den Kreis C habe, dann kann ich quasi den, nennen wir ihn mal Punkt D, zeichnen, indem ich den Befehl eingebe, Punkt. Ja, und da haben wir die Möglichkeit Punkt Objekt. Und dann gebe ich eben den Kreis C an. Und dann habe ich einen Punkt D auf diesem Kreis drauf. So, und dieser Punkt D hat natürlich im Vergleich zu dem Punkt C immer die Entfernung 5. Dass das jetzt hier da drauf ist, das ist ehrlich gesagt verwirrt mich das gerade, was das da ist, weil das wird nicht angezeigt. Hilfsobjekte, gucken wir mal gerade. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Naja, gut. Missachten wir mal das, was hier drauf ist. Na gut. So, das heißt, ich kann über die zwei Befehle. Und das war Kreis C5 und Punkt auf dem Kreis C im Prinzip das gleiche erreichen, was hier oben geschehen ist. Das ist aber ein bisschen umständlich, dass ich das zweimal hintereinander mache, weil der Kreis C interessiert mich ja gar nicht. Das heißt, ich verschachtel die Befehle und das ist eben genau das, was hier geschehen ist, um anstatt zwei Befehle das Ganze in einem zu machen. Jetzt lösche ich den Kreis und damit verschwindet auch der Punkt D. Ich kann aber quasi sagen, okay, D ist ein Punkt, der auf meinem Kreis liegen soll, der den Mittelpunkt C hat und den Radius 5. Und dann bekomme ich automatisch einen Punkt, der immer einen Abstand von 5 hat. Ja, irgendwie ist das ein Fehler. Da muss ich mal fragen, was das ist. Hier, ne, das ist nicht irgendwie anfassbar, erscheint da an der Stelle. Aber so funktioniert im Prinzip dieses Werkzeug Strecke mit fester Länge. Eine Kombination ganz einfach. Und diese Möglichkeit, Befehle zu kombinieren, ist im Prinzip der Trick, um eine womöglich komplizierte Konstruktion mit einem Befehl hinzubekommen. Und da gucken wir uns gleich nochmal ein Beispiel an, was dann schon ein bisschen umfangreicher ist. So, ich habe die alte Zeichnung wieder gelöscht und was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich zunächst mal gerade ein Vieleck, also ein Dreieck zeichne. ABC. Und ich möchte gerne
die Höhe hier zeichnen von dem Punkt C auf die Seite C. Wir gehen das Ganze jetzt mal zeichnerisch durch. Wie würde ich vorgehen? Also ich würde eine Senkrechte zeichnen von C, vom Punkt C auf der Strecke C. Ich würde den Schnittpunkt bestimmen von dieser Senkrechten mit der unteren Seite. Ich würde meine Senkrechte natürlich verstecken, weil ich die nicht brauche. Und dann eine Strecke zeichnen von C zu meinem Lotfußpunkt G. So, die Senkrechte ist wieder erschienen, haben wir sie weg. So, das sind ein paar Schritte, drei Stück, die ich im Prinzip immer machen muss. Und das möchte ich jetzt kürzer machen. Das heißt, ich tue zunächst mal die Senkrechte löschen, weil die ist ja diejenige, die, mit der es alles anfängt. Und jetzt mache ich das Ganze per Befehle. Es ist ja so, dass ich also anfange mit Senkrechte. So, Senkrechte und zwar durch den Punkt C auf die Strecke C des Dreiecks. So. Das reicht mir ja nicht, denn ich möchte als nächstes schneiden. Welchen Befehl nehme ich da? Naja, naheliegend, der Befehl lautet schneide. Ich mache jetzt hier einen Abstand, damit ich die Befehle angezeigt bekomme. Ich mache jetzt allerdings nicht so, dass ich diese Variante auswähle, wenn dann würde nämlich meine Senkrechte nach hinten geschoben werden. Ich beachte aber, dass hier, das heißt Objekt, Objekt, also die zwei Objekte, die ich schneiden will, die müsste ich eingeben. So, jetzt hängt es gerade. Okay, das ist meine Senkrechte, die möchte ich schneiden. Mit was? Naja, mit der Strecke C. Gut, dann habe ich im Prinzip hier schon den Vorschau für den Punkt. Das ist also schon mal okay, das funktioniert. Jetzt will ich aber nicht unbedingt da unten diesen Punkt, sondern ich möchte vor allem die Linie angezeigt bekommen, also die Höhe, die soll markiert werden. Bei dieser Linie handelt es sich ja um eine Strecke und ich gebe wieder vorne dran ein, Strecke, und dann habe ich hier die Variante Strecke, Punkt, Punkt. So, Strecke von Punkt zu Punkt und mein erster Punkt ist ja das, was hier herausgekommen ist, nämlich der Schnittpunkt da unten auf der Seite C. Und das Ganze, also diese Strecke soll von dem unteren Punkt, der jetzt momentan nicht zu sehen ist, weil ich ihn ja nicht gezeichnet habe, sondern das war nur ein Zwischenergebnis. Und das Ganze soll zur Strecke C gehen. Und mit diesem Befehl würde ich ihn dann tatsächlich auch bekommen. So. Das heißt, anstatt drei Schritte zu machen, habe ich hier jetzt nur einen Befehl eingeben müssen. Und vor allem, was ich ganz interessant daran finde, ist, dass ich jetzt zum Beispiel hier diese ganzen Hilfsobjekte, die da eigentlich benötigt werden, dass ich die nicht brauche. Also das heißt, ich habe keine Ebene, ich habe auch keinen zusätzlichen Punkt. Ja, vielleicht, wenn wir den doch haben, dann müsste ich ihn eben doch noch zeichnen. Aber ich habe ohne viel Schnickschnack eben hier meine Höhe eingezeichnet. So, wenn ich jetzt mal den Befehl von eben nehme, ja, den kann ich mir ja zurückholen, indem ich in die Eingabezeile gebe und dann mit der Pfeiltaste nach oben gehe. Da kann ich jetzt nämlich das Gleiche auch ganz schnell machen. Also ich nutze den gleichen Befehl, indem ich einfach nur das Ganze ersetze. Das passt ja hier, weil der Punkt A und die Strecke A liegen sich ja gegenüber. Das heißt, ich ersetze quasi jeweils die Buchstaben entsprechend groß für einen Punkt und klein für eine Strecke und mache das Ganze. Und schon habe ich die nächste Höhe und das Gleiche nochmal. Bei dem Punkt B kann ich natürlich auch von hinten anfangen und der Seite B. So. Also anstatt jetzt hier mehrere Klicks hintereinander zu machen,
kann ich mit diesem einen Befehl ja mir viel Arbeit ersparen, viele Klicks und vor allem eben auch viele Zusatzobjekte ersparen, die mein Algebra-Fenster unübersichtlich machen würden. Ich könnte sie natürlich zu Hilfsobjekten machen, aber das kostet halt auch wieder Zeit. Ja, und das Ganze funktioniert eben, ja, wie es soll, ne? Die Höhen sind immer gezeichnet. Ja, also ein weiteres Beispiel, wie ich also eine Zeichnung mit Hilfe von einem Textbefehl eingeben kann. Und gerade dieses Verschachteln, das ist das absolut Wichtigste, wenn man komplizierte Zeichnungen hat, sodass man eben bestimmte Hilfsobjekte nicht darstellen muss, aber man nutzt sie, indem man sie als Objekte verwendet, wie zum Beispiel hier die Senkrechte. Ja, ich nutze sie hier im Objekt, indem ich den Befehl, mit dem ich die Senkrechte zeichnen würde, hier als Objekt in dem Schneidebefehl einsetze. Ich muss natürlich gucken, dass die Senkrechte, dass das also natürlich auch funktioniert, ne? Weil Schneide, Objekt, Objekt, das funktioniert natürlich nur dann, wenn ich auch zwei Objekte habe, die sich auch schneiden können. Also zum Beispiel zwei Geraden oder auch Strecken. So, und das ist wirklich der wichtigste Punkt. Ja, ich habe die Oberfläche wieder aufgeräumt und alles gelöscht. Was ich gerade zeigen wollte, ist, das Wesentliche habe ich jetzt ja eigentlich erklärt, aber wie komme ich denn an die Befehle? Na, ich kann natürlich eben versuchen, puh, wie kriege ich das? Ich will einen Kreis zeichnen, da gucke ich mal, gibt es diesen Befehlkreis? Oder ich will eine Parabel zeichnen, kann ich gucken, welche Möglichkeiten gibt es da? Oder was hätten wir denn noch? Eine Ellipse? Geht das auch? Ne? Also es gibt viele Befehle und die meisten Befehle funktionieren einfach tatsächlich auch so, wie ich es mir vorstelle, dass sie funktionieren müssen mit dem entsprechenden Namen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob es einen Befehl gibt, beziehungsweise welches Befehl es geben könnte oder der Name, den ich vermute, dass es den nicht gibt, dann habe ich hier die Möglichkeit nachzuschlagen. Und da steht ja auch, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist, weil das am unteren Rand ist, Eingabehilfe. Wenn ich auf jeden Fall da draufklicke, öffnet sich ein Seitenfenster und da sind eigentlich alle Befehle zu sehen. Wir haben zunächst mal hier mathematische Funktionen. Das sind also solche Sachen wie zum Beispiel, ich möchte gerne runden, around, seal oder floor. Die Varianten, dass man nach oben oder nach unten abrundet. Das braucht man, um zum Beispiel mal ganze Zahlen zu bekommen. Ich habe aber auch hier zum Beispiel unter Geometrie eine ganze Liste von Befehlen. Abstand, Bogen, Kreisbogen wird das wahrscheinlich sein. Und wenn ich mir nicht sicher bin, was das Ganze bedeutet, wie zum Beispiel Mittelpunkt, dann kann ich hier mir anzeigen lassen, was das ist. Mittelsenkrechte, Ortslinie. Also es sind ganz viele Befehle zu finden. Natürlich gibt es auch noch ein paar mehr Befehle. Wir haben aber noch nicht so viel betrachtet. Wir sind eher noch im Geometriebereich. Und deshalb beschränke ich mich erstmal gerade darauf. So, ein weiteres Beispiel. Und zwar hatte ich ja das letzte Mal gezeigt mit dem Quadrat, dass ich das dann durchaus bewegen kann. Und ich glaube, das geht auch, wenn ich hier ein Quadrat zeichne. Das geht, weil ich habe nur zwei Punkte, die ich hier direkt übertragen kann. Also die Position des Vielecks kann ich direkt auf die Punkte AB übertragen. Das geht also, es geht rückgängig zu machen. Was allerdings nicht geht, ist, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte mein Quadrat an einem Punkt anfassen und es dann zum Beispiel irgendwo hin bewegen. Oder ich möchte mein Quadrat zum Beispiel um einen Punkt rotierbar machen. Und es soll immer eine bestimmte Größe haben. Das Problem ist hier, dass
b eben natürlich frei beweglich ist und damit auch die Größe des Quadrats anders. Fangen wir mal gerade an. Wir löschen hier das Vieleck, indem ich das wegnehme. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich möchte eben meinen Punkt A haben und mit dem A möchte ich gerne ein Quadrat bewegen. Und das soll zum Beispiel die Breite, also die Seitenlänge 4 haben. Nun ist es so, dass ich natürlich zum Beispiel eine Konstruktion vornehmen könnte, indem ich sage, ich suche mir die Parallele raus, Parallele durch A und parallel zur x-Achse und darauf suche ich mir, wo haben wir das? Abstand mit Radius, Radius 4. Und dann hätte ich hier über den Schnittpunkt den zweiten Punkt, also b, um dann das Quadrat zu bestimmen. Und das Ganze funktioniert natürlich dann, dann kann ich das bewegen und habe den zweiten Punkt. Aber auch hier haben wir wieder so, dass wir zwei Zusatzobjekte brauchen, um das Ganze zeichnen zu können. Immer mal weg und das auch. Denn tatsächlich geht es nämlich viel einfacher. Und da ist jetzt ein Punkt, der ist gerade für Geometrie und auch für die Analysis dann relativ praktisch. Nämlich, ich kann auch mit Punkten rechnen. Ich weiß, dass manche im Studium oder auch in der Schule lernen, dass man nicht Punkte miteinander verrechnet. Dazu muss man sagen, dass in Österreich, woher ja das GeoGebra kommt, die Ideen vom Professor Malle aus der Vektorrechnung sehr beliebt sind. Und der sagt, letztendlich sind Punkte einfach eine Art Zweituppel, also wenn wir jetzt hier in der Ebene sind, genauso wie Vektoren. Und Vektoren kann ich ja addieren und dementsprechend kann ich auch mit Punkten etwas addieren. Und deshalb habe ich die Möglichkeit, hier neben meinem Punkt A den Punkt B zu bekommen, indem ich Folgendes eintippe, nämlich B ist gleich A plus ja, 4,0, denn der x-Wert soll sich ja um 4 verändern und der y-Wert um 0. So, und dann habe ich hier meinen Punkt B, der ist in schwarz, weil ich ihn absolut nicht verändern kann, weil es ja so vorgegeben ist. Und das Schöne ist, dass ich ohne weitere Hilfsmittel und weitere Konstruktionen wirklich hier meinen Punkt B jetzt habe. Und dementsprechend kann ich natürlich dann auch das Quadrat dazu zeichnen und es an einem Punkt bewegen. Das funktioniert also ganz schnell. So, die zweite Variante, die ich angesprochen hatte, ist ja, dass ich wollte, dass ich immer, also dass ich das bewegen kann, also drehen kann, ich aber immer einen bestimmten Radius habe. Ich lösche einfach mal A, weil das geht am schnellsten, um alles zu entfernen und zeichne mir einen neuen Punkt A. So, das ist jetzt im Prinzip im Wesentlichen erstmal der Trick, wie ich das mache. Nämlich, ich würde ja mir das zum Beispiel machen können, indem ich einen Kreis mit vorgegebenem Mittelpunkt, in diesem Fall A, und dem vorgegebenen Radius eben wieder zum Beispiel 4 verwende. Und das B soll ein Punkt auf diesem Kreis sein. Und im Grunde genommen ist das genau das, was wir vorhin hatten, nämlich mit Strecke mit fester Länge. Also das heißt, ich kann das jetzt über die Eingabezeile folgendermaßen machen. Mein Punkt B ist ein Punkt auf dem Kreis mit dem Mittelpunkt A und dem Radius 4. So, und nur noch mal zur Erinnerung: Diese hellblaue Farbe bedeutet, dass B beweglich ist, ist also drehbar. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Das muss ich mal melden. Ja, also B ist beweglich und wenn ich A bewege, bleibt das mit B in Verbindung. Und jetzt kann ich natürlich wieder mein Werkzeug verwenden, mein Filex-Werkzeug, um dann das Quadrat zu bekommen. Das ist am Punkt A
Ups, Moment. Aha, jetzt ist er weg. Okay, also bewegen von Punkt A. B ist aber beweglich und kann damit mittransportiert werden. Also hier zwei Beispiele, wo ich über die Eingabezeile mir recht viel Arbeit ersparen kann. Das erste, diese Addition von Punkten, um eben zum Beispiel einen relativ feststehenden Punkt zu bekommen. Das ist sicherlich das ganz Neue. Hier mit diesem drehbaren Viereck oder Quadrat, das ist das Gleiche, was ich vorher schon gemacht habe, eine Kombination von mehreren Befehlen, ohne dass ich die Zwischenobjekte bekomme. Ein weiteres Beispiel, wo ich zeigen möchte, dass ich nicht immer auch so komplizierte Befehle verwenden muss. Und zwar nehmen wir mal an, ich möchte gerne, um den Begriff Koordinaten zu verwenden, zeigen, woher die Koordinaten von diesem Punkt kommen. Das Algebra-Fenster würde man für jüngere Schüler ja weglassen, nicht, dass sie eben mit irgendwelchen Geradengleichungen konfrontiert sind. Und damit das funktioniert, würde ich dann zum Beispiel hier angeben, dass der Name und der Wert angezeigt wird. So. Wenn ich jetzt erstmal für jüngere Schüler nur ganze Zahlen haben will, würde ich die Achsen, das Gitter anschalten und hier auf am Koordinatengitter fixiert gehen, damit also das wirklich immer nur ganze Zahlen hat. Wir müssten natürlich dann das hier, oder wir sollten das wahrscheinlich da in die Ecke schieben, damit das hier also gleich bleibt. So, jetzt, es gibt natürlich zwei Varianten. Ich könnte entweder sagen, hier, ich gehe hier runter, und dann sehe ich, da ist der Wert 5 für die erste Koordinate. Das ist jetzt natürlich gerade ungünstig. Und ich gehe mit einer Senkrechten und habe dann hier einen Punkt, wo ich sehe, okay, da ist der Wert 4 für die zweite Koordinate. Oder senkrecht nach unten, da haben wir die 5 und die, da haben wir die 5. Und hier ist natürlich der Wert 4, soweit gehe ich nach unten, dementsprechend für die Y-Koordinate für die 4. So, das lässt sich ganz einfach konstruieren, um mal gerade anzufangen. Ich würde natürlich zum Beispiel hier anfangen mit einer Senkrechten, senkrecht auf die X-Achse. Ich bekomme den Schnittpunkt und nehme den Schnittpunkt und zeichne eine Strecke dann vielleicht noch hier zum Ursprung. Aber das sind auch wieder, naja, relativ viele Schritte. Ich brauche noch zusätzliche Objekte. Das lässt sich mit einem einfachen Textbefehl ja durchaus auch durchführen. Ne? Also Senkrechte, schneide Senkrechte mit X-Achse und so weiter. Es geht aber noch wesentlich einfacher. Und da kommt jetzt etwas, was ich bisher noch gar nicht verwendet habe, nämlich ein Befehl, der fängt so an, nämlich X von. Jetzt wird erstmal eine Gerade gezeichnet. Warum? Weil GeoGebra davon ausgeht, wenn ich x schreibe, dann ist damit eine Gerade gemeint. Aber sobald ich hier a tippe in den Klammern, ist die Gerade verschwunden, weil, was habe ich da? Ich gebe es mal gerade ein, da kommt raus, ax in Klammern a ist gleich 5. Dass da jetzt gerade a ist gleich steht, hat eigentlich keine Bedeutung, sondern das ist zufälligerweise der Name, den diese Zahl, also in diesem Fall ist es eben eine Zahl, hat. Wenn ich das nochmal eingeben würde, dann kommt b ist gleich x von a. Also hat keine Bedeutung, dass das der Punkt a ist, sondern es ist einfach nur ein Name. Ja, auch da steht es auch nochmal gerade, dass das eine Zahl ist. Vielleicht machen wir das gerade mal, dass wir hier die Anzeige ändern, dass wir Objekttyp haben. Da sieht man, dass das a eine Zahl ist. So, das heißt, dieses x von liefert mir eben die x oder die erste Koordinate, also die x-Koordinate meines Punktes a. Und das ist auch eines der wichtigsten Befehle. Den muss man unbedingt kennen in GeoGebra, wenn man nicht gerade ein Schüler ist. Aber für Lehrer ist die Kenntnis dieses Befehls unabdinglich. Natürlich gibt es auch umgekehrt. Es gibt natürlich auch y von a. Und das ist dann halt die Y-Koordinate. So, und ja, was hilft mir das? Anstatt jetzt hier eine Konstruktion vorzunehmen, kann ich jetzt viel einfacher vorgehen. Nämlich, indem ich sage, naja,
ich möchte eine Strecke zeichnen von hier nach da. Und das soll immer senkrecht unten drunter sein. Und natürlich nehme ich dann Befehl Strecke. Und diese Strecke geht immer von A zu einem anderen Punkt. Und was ist das für ein Punkt? Was ganz klar ist, er muss als x-Wert immer den x-Wert von a haben. Also tippe ich das hier ein. Und der y-Wert, da der Punkt ja auf der x-Achse liegt, hat den Wert 0. Und dann habe ich hier diese Strecke automatisch gezeichnet. Ohne dass ich zusätzlich Objekte brauche. Und das ist also wesentlich einfacher, auch wenn ich hier irgendwie Konstruktion und schneide und so etwas mache. Das geht also ganz schnell. Das gleiche kann ich natürlich jetzt zum Beispiel von hier nach da machen, dass ich dann die Strecke zeichne von, ja, der Nachteil ist, ich habe jetzt da keinen Punkt. Da müsste ich also wiederum, Moment, mit Klammern anfangen, x-Wert x von a, der y-Wert ist 0. Und der zweite Punkt, das ist ja der Ursprung, also 0,0. Wenn man da geübt ist, geht einem das ganz schnell von der Hand. Beschriftung schalte ich mal hier aus. Und die Linien werde ich natürlich dann anders einfärben, damit es vielleicht hübscher aussieht. So, also, ich muss, wenn ich etwas von Hand zeichne, nicht unbedingt immer nur diese Zeichenbefehle nehmen, sondern ich kann tatsächlich auch mit Punkten agieren und mit Koordinaten von Punkten, und ich kann auch Punkte berechnen, indem ich sie eben zum Beispiel irgendwas dazugebe. Ne? Also ich sage, ich möchte den x-Wert um irgendwas verändern oder was auch immer. Wäre jetzt hier auch möglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Strecke hier von a zu y-Achse haben möchte, wäre das dann ein Befehl wie, das ist wieder eine Strecke, der geht von A zu diesem Punkt hier, und der hätte ja als x-Wert 0, da auf der y-Achse liegt, und der y-Wert muss dem y-Wert von A entsprechen, also y von A. So. Und Beschriftung wieder weg. Farbe lassen wir jetzt mal. Ist ja nicht so das Wichtige. Und das Interessante ist, das funktioniert halt immer. Ne? Das passt sich also immer an. Und ohne dass ich da groß was konstruieren musste, habe ich in ganz kurzer Zeit hier die Linien gezeichnet, die ich gebraucht habe, ohne zusätzliche Hilfsobjekte. Und das ist, finde ich, das Wesentliche, wenn man eine sehr komplizierte Zeichnung hat. Ja, was mache ich denn jetzt noch? Ich hätte noch tausende an Beispielen, die ich wahrscheinlich anbringen könnte. Ich müsste nur mal nachschlagen, was da zu machen wäre. Aber ich denke, ich habe jetzt hier die wichtigsten Befehle eigentlich gezeigt oder die wichtigsten Möglichkeiten. Also das Ineinanderschachteln von Grafikbefehlen, das kann manchmal sehr viel einfacher sein und schneller gehen, als einfach nacheinander zu klicken. Der Vorteil ist, dass ich zum Beispiel manche Befehle dann auch wiederverwenden kann. Und dadurch, dass ich keine Hilfsobjekte brauche, kann ich das relativ schnell über diesen einen Befehl, wie das vorhin bei den Höhen war, kombinieren. Das Wichtige eben auch ist, mit Punkten zu rechnen. Gerade wenn ich bestimmte Lagen haben will, kann man das Ganze machen. Das funktioniert übrigens alles auch in 3D. Also ich kann dann auch x von einem dreidimensionalen Punkt nehmen und y und auch z. Das geht also auch alles. Und das letzte Beispiel ist, wenn ich auf einzelne Koordinaten von Punkten zugreifen will, dann kann ich das eben auch machen, und anstatt irgendwelche Konstruktionen vorzunehmen, kann ich mir dann eben überlegen, wie muss denn ein bestimmter Endpunkt zum Beispiel oder was für Koordinaten muss der haben. Und so erspare ich mir viel Tipparbeit, und das ist eigentlich das Wesentliche, dass man relativ schnell fertig wird. Dahinter steckt natürlich auch sehr viel mathematisches Wissen, und das ist für Schüler dann natürlich schon schwieriger. Auf der anderen Seite können die sicherlich da auch einiges dazulernen, wenn man sie das machen lassen würde.
Viele dieser Ideen, die ich jetzt gerade gezeigt habe, könnte man auch bei Funktionen verwenden. Ich möchte aber hier jetzt noch nicht die Funktionsschreibweise reinbringen. Das mache ich dann in einem anderen Video. Ja, im nächsten Video soll es dann um das Veröffentlichen von Arbeitsblättern gehen, nachdem ich ja jetzt schon einiges erzählt habe und Sie oder du schon viele Zeichnungen vorgenommen hast, ist es natürlich interessant, wie kann ich die für meine Schüler zum Beispiel veröffentlichen. Und da werden wir uns mit der GeoGebra-Homepage und der Materialplattform beschäftigen, die früher mal GeoGebra-Tupi hieß, jetzt heißt es einfach nur Materialien. Und da gucken wir mal, wie wir da was veröffentlichen können, wenn wir eine schöne Zeichnung gemacht haben.